Cause I'm down, I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you do, and in my head I paint a picture. Vivien singt für ihr Leben gern. Und das auch noch richtig, richtig gut. Mittlerweile weiß das auch ganz Deutschland. Das frühe Üben hat sich für die 15-Jährige also gelohnt. Ja, also ich habe einfach schon immer gesungen. Schon seit ich klein bin, mir hat es immer so Spaß gemacht. Und ich bin auch seit ich 5 bin oder 6 bin, spiele ich Gitarre. Und dadurch ist einfach das Singen halt so gekommen, weil wenn man Gitarre spielt und spielt irgendwelche Songs, dann singt man auch automatisch ein bisschen dazu. Vivien ist eigentlich eine ganz normale Schülerin. Die 15-Jährige geht aufs Kronacher Frankenwald-Gymnasium. Latein gehört nicht so zu ihren Spezialitäten. Das Singen dafür umso mehr. Und das zeigt sich schon in ganz jungen Jahren. Leise, leise, bei den Auftritten in der nationalen Castingshow ist Mama Martina immer mit dabei und unglaublich stolz auf die Tochter. Mega. Unerwartet das Ganze, aber unsagbar glücklich und total stolz. Warum denn unerwartet? War nicht klar, dass aus diesem Mädchen ein Star werden muss? Nein, es war eigentlich nicht klar, obwohl ihre Gitarrenlehrerin mit 6 Jahren schon gesagt hat, dieses Mädchen muss auf die Bühne. Vivien ist schon richtig weit gekommen in der Talentshow. Vielleicht kommt sie ins Finale, siegt am Ende auch noch und ihr Traum könnte tatsächlich Wirklichkeit werden. Finale ist natürlich wirklich wow. Und dann, falls ich im Finale bin, natürlich gewinnen. Und wenn ich gewonnen habe, dann auf jeden Fall weiter mit der Musik machen, auch eigene Songs schreiben und veröffentlichen, weil es halt echt mein Traum ist, so irgendwann vom Singen und Musik leben zu können und andere Leute damit zu begeistern. Falls das mit dem Finale nicht klappen sollte, will Vivien auf jeden Fall erstmal das Abi machen und mit dem Singen garantiert nicht aufhören.